Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Debbie, hier begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem kleinen Susi 3-Video. Schön, dass ihr da seid, bei 1000 Grad hier gefühlt. Es ist einfach so unglaublich heiß. Wundert euch nicht, im Hintergrund läuft mein Ventilator, ja. Deswegen, wenn es ein bisschen ins Mikrofon pustet, tut's mir sehr, sehr leid. Es wurde jetzt in den letzten paar Tagen jetzt auch öfters mal gefragt, jetzt wo ja auch Susi 3 mittlerweile ja auch auf Steam erschienen ist, ob ich das Ganze nicht mal so ein bisschen zeigen kann, wie das Ganze halt dementsprechend auch aufgebaut ist. Für den einen oder anderen interessiert das vielleicht, hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Kaufentscheidung eventuell ab. Allerdings kann ich hier euch nur die Susi 3 Hobby Edition anzeigen, denn hier, die besitze ich halt nur. Ich gebe jetzt nicht nochmal 60 Euro jetzt für die Steam-Version aus. Von daher nehme ich das Ganze jetzt. Ich gehe davon aus, dass es fast identisch verpackt ist, so im Großen und Ganzen. Das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut, halt wie auch der Starter von OMSI, würde ich fast vermuten. Ja, also wenn ihr das Schwarze ringsrum jetzt mal euch wegdenken würdet, hättet ihr auch den Desktop. Und genauso ist es hier auch bei Susi 3 tatsächlich. Also das zeige ich euch jetzt. Ich mache jetzt mal hier so eine schwarze Verblendung an, damit ihr nämlich meinen realen Namen nicht seht. So. Denn das Ganze ist natürlich auf mich direkt zugeschnitten. Also ich habe halt einen USB-Stick nach Hause bekommen. Da ist der Susi-Installer drauf und das Ding ist genau auf meinen Namen registriert. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Steam-Version halt aussieht, aber so ist auf jeden Fall die Hobby-Version von der Homepage von Susi 3. Das ist also das Fenster, was ich öffnen sollte bei euch. Ja, so sieht das Ganze halt aus dementsprechend. Und das ist praktisch euer Hauptmenü. Es ist ja jetzt nicht so, jetzt wie bei dem Train Simulator 2019 oder Train Sim World, ja, dass ihr jetzt so eine richtig schöne grafische Oberfläche habt. Aber wir wissen jetzt mittlerweile alle nach vielen, vielen Folgen, die ich jetzt hier von Susi 3 schon aufgenommen habe, dass Susi in puncto Grafik natürlich weit, weit hinten steht im Gegensatz zu Train Simulator. Aber dennoch, dass der bessere Zugsimulator halt ist, ja, er plumpt halt nicht so mit der fetten Grafik auf, ja, so wie die anderen Train-Simulatoren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Grafikstil, ja. Der Grafikstil erinnert mich halt wirklich sehr, 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 sehr stark an OMSI und ich mag halt auch diesen Grafikstil von OMSI halt und von daher ist es eigentlich für mich eine 1:1-Simulation eigentlich. So, das wie gesagt ist jetzt das Hauptfenster, was wir jetzt aktuell haben. Für alle Susi 3 Besitzer, ja, der Hobby-Version, ja, die vielleicht planen, das Ganze halt jetzt, vielleicht sich jetzt auch über USB-Stick halt zu bestellen und alles sowas, ja. Jetzt kam nämlich die Frage, ja, wie kann man denn die Karten zum Beispiel oder wie funktioniert das Ganze mit dem Updaten dieser kostenlose Content, den man ja in Susi 3 bekommt. Anders als wie in Train Simulator oder sonstiges ist natürlich Susi 3 alles kostenlos. Ihr bezahlt nicht einen einzigen Cent dafür, für irgendwas, ja. Also sämtliche Züge, die ihr dabei habt, sämtliche Strecken, die ihr dabei habt, die sind alle mit installiert, die sind alle mit vorhanden. Es sind alles deutsche Strecken und alle Züge sind mit der neuesten Technik ausgestattet, was so EZB angeht, SIFA und hast du alles nicht gesehen, anders als wir bei dem Train-Simulator. Ja, also das muss man hier wirklich sagen, das sind halt die Stärken von Susi 3. Wenn ihr die Karten updatet, sieht das Ganze dementsprechend so aus. Das ist eure Susi-Dateiverwaltung. Hierüber könnt ihr zum Beispiel prüfen, ob neue Updates verfügbar sind. Also, dann klickt ihr hier zum Beispiel auf neue Versionen und hier neue Version installieren. Steam sollte das Ganze eigentlich komplett automatisch machen, gehe ich mal stark davon aus. Deswegen müsst ihr mal gucken bei euch im Installationsverzeichnis von Susi, ob ihr auch eine Dateiverwaltung habt. Denn darüber könnt ihr nämlich auch Betas installieren. Zum Beispiel die VDE 8.1, ja, die installiert ihr halt über die Beta. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, das hier. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, es sind keine aktuellen Updates verfügbar. Ich habe immer noch keinen Köln-Düsseldorf, also sehr schade. Es ist mittlerweile jetzt immer noch nichts drauf. Können wir jetzt hier unten auf erweiterte Optionen gehen, drücken hier in Beta-Version anzeigen und hier zum Beispiel alles anzeigen. Und jetzt sehen wir hier auf einmal eine riesen Latte an Dateien, die wir uns jetzt hier zum Beispiel runterladen könnten. Und hier sehen wir zum Beispiel die Add-ons. Ja, hier die Add-ons. Also Zubehör, ne? Alles wird hier unten dann auch aufgelistet, was da ist. Und hier zum Beispiel haben wir dann auch, wenn wir, wo haben wir es hier, Beta ist hier, genau hier diese Beta ETCS, ja, sehen wir hier Beta-Paket VDE 8.1 und ETCS-Führerstände. Und da wird hier nochmal alles ein bisschen aufgelistet. Also das ist praktisch die neue Strecke, die halt nur im Beta aktuell verfügbar ist und dementsprechend müsst ihr das halt manuell halt installieren. Es ist noch nicht inbegriffen. Und sonst haben wir hier die Add-ons, ja, die werden meistens halt immer eigentlich alle automatisch runtergeladen. Ja. Zugfahrpläne haben wir hier, ganz neue Versionsnummern und. Also hier ist eine ganze Latte drin.
Ihr müsst jetzt natürlich nicht alles installieren, ne? Das ist jetzt natürlich wichtig, was benötigt ihr? Ich würde jetzt hier eigentlich fast sagen, die Beta hier, soweit könnt ihr deaktivieren. Weiteres Zubehör könnt ihr euch mal anschauen. Wie gesagt, da findet ihr die Beta ETCS oder hier zum Beispiel auch ein Beta-Paket 425er Führerstand mit SUSI-Display-Integration. Ja, sowas ist zum Beispiel ganz interessant. Oder auch mit dem Vectron-Führerstand. Sowie die Add-ons, die sollten für euch halt dementsprechend halt interessant sein. Rot bedeutet, dass ihr das Update nicht braucht. Das ist halt schon soweit verfügbar. So, ja, sonst Fragezeichen. Da haut die, glaube ich, die Versionsnummer nicht überein. Ja, das könnte dann nachher auch nochmal ein paar Probleme bringen. Aber wie gesagt, das sind soweit diese ganzen Sachen, die ihr halt jetzt dementsprechend noch nachinstallieren könnt. Paket hier, Gerstenhofen, Herbertshofen, Strecke Augsburg, Donau. Die gibt es aber mittlerweile halt schon. Aber hier sind halt immer noch Führerstände mit bei und. Also es ist wirklich eine ganze Latte, da kann ich hier euch wahrscheinlich zu Tode quatschen mit. So, und sonst sind wir jetzt hier im Hauptmenü von SUSI 3. Ja, hier wurde nämlich gefragt, wie sind denn so die Tastenkombinationen? Also hier muss ich wirklich nochmal sagen, Leute, dann schaut bitte nochmal das erste Video. Ja, da geht's um die Demo. Ja, und wie wir hier auch schon sehen, wenn Sie zunächst einige Grundlagen erlernen möchten, so sei auf die Demo-Version mit integrierten Fahrschulmodus verwiesen. Wenn ihr die Demo in der Steam-Version nicht dabei habt, dann schaut bei der SUSI 3 Homepage vorbei, da könnt ihr euch die Demo runterladen und das ist das Tutorial praktisch dazu. Und sonst finden wir natürlich die ganzen Tasten und dieses ganze Tastenlayout findet ihr unter den Konfigurationen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht hier, aber es ist alles gut. Unter den Eingabegeräte. Und hier könnt ihr euch das Ganze dementsprechend nochmal so genauer anschauen, wie das Ganze halt aussieht. SUSI PC habe ich ausgewählt, weil ich das Ganze sowieso am PC spiele. Ihr könnt den Rail Driver benutzen dafür. Ja, also das ist natürlich funktioniert. Und die wichtigsten Tasten sind eigentlich hier dieser Num-Block. Tastenblock hier, ja, also von hier sind ja eure Pfeiltasten und hier dieser Num-Block ist das Wichtigste. So, auch ein bisschen an OMSI angelehnt, aber pst, das mal beiseite. Wir haben die 7, die 4 und die 1, das sind, ist für die AFB, ja, also damit schaltet ihr die AFB ein. Der Fahrschalter ist die 8, die 5 und die 2, ja, also die 8 ist natürlich für mehr Schub, 5 ist die Nullstellung und 2 ist dann natürlich, oder die Grundstellung heißt hier, Entschuldigung, und, die 2 ist dann halt das Verringern. Wenn ihr einen Kombischalter habt, natürlich, dann ist, wenn ihr je öfter ihr die 2 drückt, natürlich der Bremsmodus. Ja, das gibt da auch nochmal ein bisschen Unterschiede. Die dynamische Bremse ist mit 9, 6 und 3. Dann haben wir den Führerbremsventil, ja, den haben wir mit Plus, Minus. Und hier unten haben wir bei der Enter-Taste einmal die Bestätigung der Zugbeeinflussung, also die Zugbeeinflussung wachsam, ja, ist dann die Eingabetaste. Mit dem Komma habt ihr denn den Zugbefehl frei und hier habt ihr den Befehl 40, ja, mit der Null-Taste. Also das sind praktisch die wichtigsten Tasten. Die Leertaste hier ist dementsprechend die SIFA, okay? Und sonst haben wir noch ETSC-Quittieren mit Q. Wichtig sind noch hier zum Beispiel diese Tasten hier, die Türen. Also, was haben wir hier? Einfügen und Position 1. Ja, das sind für die linke Türseite, für die rechte Türseite. Bild hoch und Bild runter sind für den Richtungswender. Dann haben wir die L für Licht, ja, Lüfter und. Also, schaut euch das am besten da direkt mal ganz in Ruhe an. Und auch das hier wirkt einfach unglaublich wie OMSI. Es gibt einfach so 1000 Teile hier, 1000 Tasten, die wir hier belegen können. Also es sind schon relativ viele Parallelen. Naja. So, wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr dann natürlich hier noch ein bisschen in Einstellungen rumfummeln. Ne? Da haben wir jetzt hier zum Beispiel, spielen wir mit der GTX 1080, spielen das Ganze hier in 2560x1440. Warum auch immer ich hier das in Vollbild nicht in 4K spielen kann, okay. Wichtig ist zum Beispiel noch Simulation. Ja, hier stellt ihr euren Schwierigkeitsgrad ein von SUSI 3. Wenn ihr natürlich hier auf Anfänger macht, dann ist natürlich hier alles deaktiviert. Also keine Ersatzsignale, keine LZB, V-Soll, Nullstellungszwang, kein restriktiver Modus, der PZB 90, automatische LZB, Endequittierung und. Ja. Wir spielen aktuell aber auf Profi mittlerweile. Das macht schon relativ Spaß. Wenn du das Ganze beherrschst, dann macht schon Spaß und nicht eine Zwangsbremse nach der anderen kassierst. Hier oben, das ist auch noch ganz wichtig, die Chaos-Abweichungen. Das bedeutet eigentlich, je höher ihr den Wert stellt, desto spektakulärer wird die Strecke, weil einfach wahrscheinlich 1000 Signale einfach überhaupt nicht mehr funktionieren. Je niedriger ihr den Wert stellt, desto
unbesorgter könnt ihr fahren. Also da ist dann eigentlich, wenn ihr das auf 0% habt, dann fahrt ihr einfach ganz gechillt einfach eure Strecke von A nach B ab. Ja, und je höher ihr den Wert stellt, desto komplizierter wird das halt. Ich bin jetzt hier gerade bei 1% aktuell. Das reicht mir eigentlich schon erstmal für den Anfang. Dadurch, dass ich jetzt aber hier unten ja erstmal alles auf, ja, auf Profi erstmal einfach weit eingestellt habe. Sonst haben wir hier Grafik, Sound und nochmal so ein bisschen, wo ihr eure Sachen hier findet und sonstiges. Eure Verzeichnisse wie den Fahrplan und alles sonstiges. Und sonst, ja, hätten wir das grobe Erste erstmal. Wenn wir jetzt einen Fahrplan starten wollen, dann drücken wir hier zum Beispiel auf Simulation Fahrplan öffnen. Es öffnet sich dieser Ort hier, sollte sich öffnen, Timetables, wo ihr Doku und Deutschland drin habt. Achso, ich schieb das mal beiseite. So, Doku hier und Deutschland. Ja, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf Deutschland Doppelklick macht, dann seht ihr hier die ganzen Strecken. Das sind jetzt aktuell diese Strecken, die es in der Zusi 3 Hobby Edition am 26.06.2019 gibt. Also Augsburg, Donauswörth, Celle Uelzen, Göttingen, Eichenberg, Lehrte Harburg, Marschbahn, Paderborn, Kassel, Ruhrtalbahn, Plockhorst, Peine, Ruhrtalbahn, Salzkotten, Göttingen, Kassel, Salzkotten, Kassel, Ruhrtalbahn, SFS, Göttingen, Kassel, VDE 8. Und die Wutachtalbahn. Meine Güte. Also das sind jetzt, wie gesagt, die aktuellen Strecken. Mir fehlt halt natürlich die Köln-Düsseldorf. So. Wenn wir jetzt hier uns jetzt zum Beispiel eine ausnehmen. Ich sag jetzt mal, wir nehmen jetzt hier die Marschbahn. Haben wir hier zum Beispiel hier Eiderbrücke Westerland von 2004 den Fahrplan. Von 2005 den Fahrplan. Von 2018 den Fahrplan. Von 2004 hätten wir hier auch noch so, war schon. So, wenn ihr euch jetzt da einen Fahrplan ausgesucht habt, seht ihr dahinter zum Beispiel noch eine Uhrzeit. Ja, wollt ihr vormittags fahren, dann macht ihr den ersten hier von 4 Uhr bis 14 Uhr. Wollt ihr eher nachmittags gehen, abends fahren, dann von 14 bis 2 Uhr. Macht hier einen Doppelklick drauf und ihr seht, dass das Susi anfängt zu laden. Lotus. Ich bin voll in Lotus. Und wie ihr seht, ist das Ganze jetzt dementsprechend geladen. Ja, ihr könnt jetzt dementsprechend halt auswählen. Ich mache mal hier die Verblendung aus. Könnt ihr jetzt hier dementsprechend halt sehen, ja, welche Strecken wir zur Verfügung haben. Husum, Bad St. Peter-Ording, Bad St. Peter-Ording, Husum, Züge Richtung Westerland, Züge Richtung Hamburg, Autozug nach Westerland und Sylt Shuttle Plus. Ja, hier drüben habt ihr noch so ein bisschen kleinere Ergänzung zum Lesen halt. Und sie sucht euch jetzt hier zum Beispiel irgendwas aus. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier Husum, Bad St. Peter-Ording fahren, dann wählen wir uns jetzt hier zum Beispiel den Fahrplan aus, fahren hier mit der BR 648. Oder aber ihr sagt jetzt, ihr wollt jetzt nach Westerland fahren mit einem IC, dann habt ihr hier zum Beispiel die BR 218 und das sogar eine Doppeltraktion, wie wir es hier sehen, 218 plus 218. Oder aber ihr könnt das Ganze auch mit der 245er fahren. Also es ist euch überlassen. Ja, es ist natürlich nicht so spektakulär aufgebaut halt wie der Train Simulator, weil ihr habt hier keine schönen Bilderchen oder sonstiges. Das ist einfach nur ein reines Datenblatt, was ihr hier habt. Erstmal. Ja, und wenn ihr jetzt hier euch zum Beispiel irgendwas ausgesucht habt, sagt ihr zum Beispiel, oh, das klingt eigentlich ganz geil. Ich guck mal gerade, das will ich nicht, denn ich will das hier gerne. Bad St. Peter-Ording, genau. Peter Süd, Tatting, Sandwille, das hört sich doch eigentlich schon relativ geil an. Und hier fahren wir das Ganze mit dem BR 648 in Verkehrsrot und drücken hier um einfach auf Starten. Ihr seht hier unten, er lädt jetzt hier die ganzen Haltestellen oder Haltebahnhöfe. Ja, also das dauert immer einen ganz kurzen Augenblick, bis das Ganze dann dementsprechend geladen ist. Eins solltet ihr euch sowieso mal merken, Susi stürzt nicht ab. Also stürzt schon ab, aber es braucht manchmal relativ lange mit dem Laden. So, das hier zum Beispiel ist unser Buchfahrplan. Das ist das Ding, was ich euch permanent immer vorlese. Ja? Also wir sehen hier zum Beispiel Strecke Bad St. Peter-Ording-Husum. Das Ganze jetzt ist die DRB 21159. Wir haben hier das Triebfahrzeug 648, 80 Tonnen, 42 Meter. Und sonst haben wir hier den Hektometer. Ja, oder für mich halt Meilenstein. Das wird auch immer Meilenstein bleiben. Wir sehen hier an der zweiten Spalte die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sehen dann hier bei der Spalte 3a, wann welche Haltebahnhöfe es sind, ja, 3b sind dann nochmal genauer denn die Meilensteine oder die, ne. Bei der Spalte 4 sehen wir dann Ankunftszeit und bei der Spalte 5 haben wir dann die Abfahrtzeit. Also 4 Anfahrt und 5 Abfahrt. Soweit, so gut. Habe ich das Ganze erklärt. Hier, wir haben hier unten nochmal den Punkt Daten.
Der ist ganz wichtig, damit ihr rausfiltern könnt, welches Türschließsystem ihr habt. Wir haben hier aktuell das Türsystem TAV und dementsprechend müssen wir natürlich da reagieren. Es gibt nämlich nicht nur ein Türsystem hier, also Türschließsystem, sondern wir haben hier verschiedene. Ja, das kommt ja auch noch dazu, wo der Train-Simulator einfach Taste T ballern ist, ja, fertig ist es. Hast du hier noch, musst du wirklich den Richtungswender dementsprechend halt noch, also den Ausstiegspunkt müsst ihr noch signalisieren, denn ob nun links oder rechts oder sowas, ja. Ja, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h, die wir hiermit fahren können. Und ja, soweit ist das erstmal soweit uninteressant. Jetzt sind wir natürlich jetzt hier, ist schon alles fertig geladen und sehen das natürlich das schöne Bild jetzt hier von Zusi. Ja, so die geile Optik. Ich fahre da voll drauf ab. Schiebe ich das mal ganz kurz mal hier aus dem Fenster raus, damit wir ein bisschen mehr sehen. Haben wir jetzt natürlich nichts, ja. Wir haben keine Lok, die jetzt aufgelistet ist. Wir bekommen jetzt keine Meldung. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Und wir fahren jetzt hier und hier und zack, bist du auf der Tour. Nö. Jetzt geht es nämlich erstmal darum, dass wir den Zug erstmal aufgleisen müssen. 5.32 Uhr werden wir aufgegleist. Ja, jetzt wissen wir aber aktuell ja nicht, wie spät das ist. Da habt ihr den Schummelmodus. Mit der F8-Taste können wir hier den Schummelmodus aktivieren. Und wir sehen, es ist 3.55 Uhr, die Sonne geht schon auf. Ja, ich würde sagen, mitten im Sommer. Ne? Der Schummelmodus, der wird in der Endberechnung, wenn ihr nachher das Endergebnis bekommt, mit aufgelistet, weil ihr den Schummelmodus aktiviert habt. Der Schummelmodus zeigt nämlich an, wie schnell ihr fahren dürft, wie schnell ihr aktuell fahrt und ja, die originale Uhrzeit wird hier noch, ich glaube, Kilometerstand, da kommt auch noch irgendwas. Ich benutze den Schummelmodus halt nicht, weil, da, wie gesagt, das gibt euch negative Bewertungen halt in eurer Endwertung. Deswegen versucht die F8-Taste halt zu meiden. Ja, aber so sehen wir halt zum ersten Mal, wie spät das ist. So, jetzt habt ihr natürlich keinen Bock, jetzt hier, weiß ich, jetzt hier anderthalb Stunden natürlich zu warten, was natürlich Sinn macht, weil das sind echte anderthalb Stunden, die ihr jetzt hier warten müsstet, bevor ihr aufgegleist werdet. Habt ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier mitten im Bild jetzt den Rechtsklick raufdrückt, öffnet sich ein kleines Unterfenster, wo wir hier zum Beispiel unter Simulation zum Beispiel sehen, Zeitraffer, Pause, Autopilot, Zeitsprung, Simulation unterbrechen, Fahrplan neu starten und natürlich beenden. Unter der Navigation sehen wir zum Beispiel, dass wir die Führerstand, also die Kameraposition noch wechseln können oder einen anderen Zug zum Beispiel übernehmen wollen. Und hier unter Konfiguration können wir uns nochmal die ganzen Tasten nochmal anschauen. Ja, also das ist natürlich auch Fahrplanerstellung, also das eigentlich, was wir jetzt im Hauptmenü hatten. Wir sehen hier hinten also die Tastenkürzel F1, F2, F3, F4 und es bietet sich am Anfang halt immer an, tatsächlich die F4-Taste zu drücken, den Zeitsprung zu machen. Und jetzt kommt der Haken, wenn ihr die F4-Taste drückt, ja, dauert es ganz kurz. Wir sind eigentlich in der Regel nicht sofort immer da. Ja? Deswegen wartet da mal lieber ein bisschen, nicht gleich beenden, nur weil er jetzt halt ein bisschen länger braucht, das Ganze halt dementsprechend zu laden. So, sonst können wir jetzt hier die F11-Taste drücken. Mit linke Maustaste können wir uns dann bewegen, dass wir uns dann unsere Dings hier anschauen können. Hier unseren RB, was ist es? Achso, sehen wir nicht. Ah, 648. Ja, also das ist jetzt die F12-Taste hier von, witzig ist hier, Stadt Holzminden, ne? Harz-Weserbahn. Aktuell steigen die Leute ein, das sehen wir hier oben an den Mannekicken. Ja, hier oben ist der Mannekick, der symbolisiert, dass die Leute hier einsteigen aktuell. Ja. Jetzt stehen wir hier und warten natürlich auf Abfahrt. Wir hören es. F9-Taste gedrückt, kommen wir ins Hauptmenü, also in unser Cockpit wieder und sind dementsprechend jetzt soweit startklar. Mit der 8-Taste können wir jetzt beschleunigen, ne? Und dadurch, dass wir jetzt einen Kombi-Hebel haben, ist die 2 jetzt dementsprechend bremsen. So, ich muss jetzt allerdings die Türen schließen. Ja, seht ihr jetzt sind hier die weißen Lampen jetzt hier angegangen. Zeigt für mich, die Türen sind geschlossen und wir können jetzt losfahren. Dadurch, dass wir jetzt aber die F1-Taste gedrückt haben, ja, haben wir jetzt praktisch jetzt so eine Vorspulfunktion. Hier, passt auf, ne? Also könnt ihr das praktisch vorspulen, das Ganze. So, wenn wir jetzt auf den Fahrplan gucken, 50 dürfen wir, 43,4.
Mit der 5 gehen wir halt in die Nullstellung. Wir können uns mit den Pfeiltasten zum Beispiel umgucken. Wenn wir die Tasten nach vorne drücken, schauen wir weiter raus. Also wird praktisch das ganze Cockpit weggeblendet. 43.0. Und wenn wir jetzt nochmal raus, würden wir jetzt hier praktisch hier rausgucken. Also das funktioniert halt auch. Das ist praktisch ein bisschen wie bei dem Train-Simulator. 42.8. So, beschleunigen wir mal ein bisschen auf 80 hoch. Bestätigen die SIFA. So. So, hier haben wir angenommen, wir haben gesehen, 20 ist das nächste. Das heißt, wir haben jetzt eventuell mit einem roten Signal zu rechnen. Deswegen gehe ich jetzt auf 20 km/h runter, versuche aber dementsprechend die Kurve zu bekommen, ohne dass wir jetzt hier eine Zwangsbremse kassieren. Jetzt sollte gleich der 1000-Hertz-Melder irgendwann verschwinden, weil wir haben signalisiert, dass jetzt gleich eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt und dementsprechend halt doch irgendwo Gefahr auf der Linie aktuell ist. Und das ist jetzt der Chaos-Modus, ja. Je höher ihr halt praktisch die Zahl stellt, desto komplizierter wird das Ganze denn nachher. So, und da sehen wir zum Beispiel, wir haben jetzt hier rote Ampeln schon mal für die Autos. Das heißt, da ist irgendwas. So, bestätigen die SIFA. Mit der Taste P ist Pfeifen. So. Jetzt ist sogar der 500-Hertz-Melder angegangen. Das heißt, seid jetzt bloß unter 25 km/h, sonst gibt es die Zwangsbremsung. So, genau. Jetzt ist alles wieder gut. Ja? Sprich, wir könnten jetzt hier wieder weiterfahren. Ihr seht jetzt, ich aktiviere jetzt gerade jetzt mal den... So, habe ich jetzt hier den Autopilot jetzt angemacht, ne? Damit ich das Ganze jetzt praktisch in Ruhe erklären kann. Wenn ihr die Taste P zum Beispiel drückt, hört das schon, gerade jetzt hier auf der Bahn ist es eigentlich schon wichtig. Die werdet ihr oft brauchen hier, die P-Taste. Ja, sonst, wie gesagt, Licht mit L und das Ganze drumherum, ja. Also sollte eigentlich hier soweit jetzt erstmal alles so geklärt sein. Gehe ich mal stark davon aus. Wenn ihr natürlich dann weitere Fragen habt, ne, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt halt natürlich, ich bin ja auch noch neu in SUSI. Ich weiß auch noch nicht alles, ja. Jetzt letztens kam die Frage, man kann das Ganze ja hier dementsprechend ja auch so ein bisschen schildern, ne, über die FIS-Datei, also so FIS. Ich meine, jetzt hier funktioniert es mal, hier macht das automatisch. Es gibt natürlich noch 20.000 gefühlte andere Monitore, wo ihr alles nochmal separat einstellen könnt und alles sowas, ne? Fahrgastinformationen und ihr könnt euch noch sämtliche extra Monitore anschließen, also zusätzlich halt einschalten. Da braucht ihr die SUSI-Tools dafür, die werden aber alle eigentlich in der Regel mitgeliefert. Ja. Das Sky gibt's wirklich da. Ich war da jetzt nämlich erst vor kurzem. Schon cool. Ja, also das ist eigentlich SUSI. Mehr gibt es eigentlich jetzt hier an dem Punkt erstmal nicht zu sagen. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt aktuell weiß, wie ich jetzt aktuell so mit SUSI zurechtkomme. Ich hoffe, dass ich jetzt dem einen oder anderen eventuell helfen konnte.
Wie gesagt, also der Meister in Susi bin ich jetzt noch nicht. Dafür bin ich noch zu neu in Susi. Aber da die Frage ja schon mehrmals kam, ob ich da nicht mal so mal kurz mal die Tasten irgendwie mal erklären, zeigen könnte oder sowas, ne, wollte ich das jetzt gerne mal annehmen und wollte euch das jetzt dementsprechend halt auch mal vorführen. Jetzt liegt es natürlich an euch, kauft ihr euch Susi oder kauft ihr euch Susi nicht, ne? Jetzt sind aktuell auch Steam Summer Sales, aber Susi ist jetzt aktuell noch nicht in den Sales drin. Ich habe jetzt auch gelesen, dass jetzt irgendwer geschrieben hatte, bei MediaMarkt gibt es das Ganze sogar für 39,99. Wie gesagt, auf Games Planet bekommt ihr das Ganze für 49,99. Also die Preise, die variieren hier schon sehr stark. Also da muss man halt wirklich sagen, schaut da am liebsten irgendwo mal vorbei, wo ihr das eventuell herbekommt. Ich kann euch aber sagen, dass, wie gesagt, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, das ist alles Content, der mitgeliefert wird. Ihr bezahlt bis jetzt aktuell keinen extra Cent oder sonst irgendwas. Also ist mir persönlich jetzt, ich musste jetzt noch nichts kaufen. Und warum sollte das jetzt eine Ausnahme sein, ne? Also von daher ist Susi absolute Empfehlung. Wer es wirklich realistisch mag, glaube, der kommt an Susi eigentlich gar nicht mehr vorbei. Jetzt, wo es sowieso bei Steam jetzt erhältlich ist, der kommt an Susi einfach nicht mehr vorbei. Ja, sonst soll es erstmal von mir gewesen sein. Jetzt hier mit dem Susi-Video ist schon lang genug geworden wieder. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Part hier wiedersehen hier in Susi. Freue mich natürlich auf Kommentare von euch und sonst sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Susi. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.